mit den Wänden. Verdammt. Ich ärgere mich ein bisschen. Mist. Aber ich habe gedacht, wir hätten hier schon alles untersucht, aber okay. Anscheinend ja nicht. Was ist das denn da unten? Okay. Toll. Oh, Wut. Nein, warum muss es Wut sein? Wir werden ja auf jeden Fall ein Weilchen erstmal noch bleiben, so wie es aussieht, weil wir ja hier noch ein bisschen was herstellen möchten. So, haben wir. Ich glaube, wir haben alles, ne, oder? Ah, ne, die Kolben fehlen jetzt noch. Die 4 Kolben. So, dann stellen wir die mal her und dann können wir nämlich die... Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen umbauen. Es sieht ein bisschen danach so aus, als müssten wir hier Platz schaffen. Weil ich glaube nicht, dass das passt. Wir werden sehen. Wenn nicht, müssen wir das alles irgendwie nach hinten packen, auf den, nach hinten zu den Waggons oder zu da, die Plattform. Ich weiß nicht, wie groß das jetzt wird. Vielleicht müssen wir es umplatzieren, wir schauen mal. So. Ach so, 10 Barren brauchen wir noch. Ja, gut. Ich muss sowieso ein paar mehr erstellen. Also, dann können wir auch nochmal ein bisschen mehr rausholen. So. 5. Ah, da können wir das Holz nochmal einsetzen, was wir übrig haben. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt. Ob wir da Platz schaffen müssen oder nicht. Ah, das mit den Wänden ärgert mich ein bisschen. Verdammt. Okay, Feuer einsetzen. Ja, möchte ich. So, ich würde noch ein paar herstellen. Achso, wir haben keine... Hä, doch, haben wir doch. Hä, was war das denn komisch? Okay. So, mich wundert, ich gucke gerade mal, ob ich nochmal irgendwie was finde wegen Wände und so. Ich bin gerade in so einem Forum am Nachschauen. Irgendwie... And one with a hammer in the middle of the platform in question. Okay. Können wir noch? Achso. Finishte Produkt. Das war das Problem gewesen. So, stellen wir nochmal her. Ich rüste den nochmal aus. Hammer in the middle of the platform? Circle? Multitool Mode. Kann aber keine Wände herstellen, oder? Oder mache ich da irgendwas falsch? Ich bin mir nicht sicher. Aber da schrieb auch einer, dass das irgendwie hier sein muss. Dass man hier irgendwie in der Mitte hier da draufklickt. Und dann hat man hier die Wände. Aber ich habe... Wieso kriege ich den Blueprint nicht? Wir haben den doch bekommen. Das wird das sein hier. Weil hier ja auch die Rails sind. Aber wieso habe ich den Blueprint nicht gekriegt? Das verstehe ich nicht. Jetzt mehr Rätsel. So, haben wir denn... Ja, wir haben durchaus genug. Dann gucken wir mal nach der Steam Engine. Was die Steam Engine sagt. Build a Module. Demolish the old engine.
Das müsste... Ist das das hier? Warte mal. Ich bin gerade... Ach, ich kann hier rumfliegen. Ach so. Ach, guck mal an. Das wusste ich gar nicht. Hui. Ach, da können wir uns nochmal angucken. Dieter. Moin. Ach, hier können wir auch gucken, was hier rumliegt. Liegt hier... Ach, guck mal. Hä, wie geil. Okay. Da liegen überhaupt noch Waffenteile rum. Hui. Miau. Weißt du nicht, warum wir die Dings nicht bekommen haben? Wie gesagt, die sind im Blueprint. Keine Ahnung. Also, wir haben ihn bekommen, aber wir können nicht auswählen. So, was haben wir hier? Nein. Nein. Ich würde gerne hier... Nein. Ah, hier. Da! So, dann haben wir das jetzt dismissed. Kann ich jetzt das Modul bauen? Ja. Oh Gott. Oh Gott, bitte was? Oh Gott. Oh Gott. Oh, uff. Okay, wir müssen Platz schaffen. So viel steht schon mal fest. Das, holy shit. Okay, wir müssen definitiv umbauen. Das geht ja gar nicht. Oh, fuck. Das muss auch alles weg. Oh, warte mal. Ja, ich platziere mal ein bisschen was. Ein wenig was um. Toll, wir müssen das ganze Lager, glaube ich, umbauen, ne? Nein! Uff, holy shit. Ich platziere den mal erstmal dahin. Muss man ein bisschen was überlegen, wie wir das machen. Der muss auch anders. Die Schmelze. Die müssen alle, glaube ich, hier hin. Der muss auch weg. Was brauchen wir denn? Also Wood. Jetzt brauchen wir Holz, weißt du? Scrap Metal. Habt ihr keinen Wood dabei? Ah, wir haben ja noch Wood, glaube ich, im Mülleimer, ne? Kann das sein? So, da haben wir wieder Wood. Okay. Große Umbauaktion ist gerade. Ich platziere das jetzt erstmal hier. Wir können das ja alles nochmal umsetzen. Mir geht es jetzt einfach nur darum, dass wir erstmal gucken, wie wir die Steam Engine da hinsetzen. Das kann ja alles gleich nochmal umplatziert werden. Der muss auch woanders hin. Unser Research Table. Lass mal hier so hin. Gott, das muss auch alles umplatziert werden, ne? Was brauchen wir denn dafür? Nochmal Wood. Warte. Haben wir. Haben wir. Wir haben Wood, haben wir in auf Tash. Jede Menge. So. Du musst auch weichen. Oder du musst zumindest, musst du... Irgendwo hier so hin. Ja. Wie er guckt. Hä? Bin ich jetzt woanders? Ja, das, ganz toll. Das, ja, oh mein Gott. Das... Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich muss sagen, das, muss so. Das ist richtig. Das ist alles richtig so. So, meine Frage ist jetzt, kann ich das reparieren? Was ist irgendwie sehr komisch hier. Filter all. Lore? Nein. Dekor? Objekt? Nein, all. Muss das auch weg oder nicht? Aber das muss hier, glaube ich, geändert werden, ne? Ich guck noch mal eben. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Ich guck noch mal eben, wie das aussah. Nein, will er mal... Ui! Bilde Modul. Oh Gott, Alter, das geht ja bis dahin. Okay, vorne die Hupe müssen wir auch wegmachen. Dann können wir das vorne hinsetzen. Kann ich das... Ja, dismiss Hupe. Kann ich das auch entfernen hier? Ich glaube, das brauchen wir auch, glaube ich, gerade nicht, ne? Zur Not... Ja, zur Not könnten wir es auch wieder bauen. So, jetzt haben wir hier komplett Platz. Das muss definitiv weichen. Das muss oh nein, das muss komplett bis hinten. Holy shit. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das denn? Hä, wer steht denn da? Ah, oh, wer bist du denn? Hallo! Hallo, wer bist du denn? Kleiner Freund, wie sollen wir das denn machen?
Das funktioniert gar nicht. So viel Platz habe ich nicht. Wie soll ich das denn umsetzen, dass... Alter, ich komme niemals wieder an die Schränke dran, ne? Wir haben einfach zu wenig Platz. Ich bin ein wenig überfordert. Kann ich die nicht breiter machen hier eigentlich? Geht das? Ist da die Möglichkeit... Besteht da die Möglichkeit, die zu upgraden? Plattformlimit erreicht. Ach shit. Komm schon. Ach, hier sind Wände. Oh lol. Ach, man kann die an dem... Ach so. Ach lol. Ist das jetzt gebaut? Ach so, ich hatte die Sachen da. Ja, das ist ja ganz toll. Aber wie baue ich denn... Nein. Wie baue ich denn die Decken? Kann man hier auch Dächer draufbauen? Ich hatte doch noch so ein Dach bekommen. Wie... Hä? Nein. Wieso kann ich denn jetzt hier... Castlight. Warte mal, dismiss. Okay, aber ich habe doch noch was mit Dach bekommen gehabt, ne? Ah, okay, jetzt fehlen uns die Schrauben. Ach, da sind die Wände. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Das Problem ist immer noch mit dem Platz. Wir haben Platzprobleme. Platz ist unser großes Problem. Schrauben, sagst du? War das hier? Stell mal drei Stück her. Oder haben wir hier noch irgendwo was rumfliegen? Nö. Oh, da ist noch ein Kugellager. Ups. Mein großes Problem ist gerade... Ah, wo können wir denn... Warte mal, aber wo können wir denn das Dach dann bauen? Warte. Oder können wir das nur hier bauen? Nee. Nein. Warte mal, ich entferne die mal. Nein. 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 Okay. So, wir haben die ersten Wände. Ich weiß nicht, wie wir das Dach bauen. Keine Ahnung, weil wir ja zwei Blueprints gekriegt haben. Das Dach weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, sieht schon mal eher nach Zug aus, ne? Jetzt ist immer noch das Problem, wie machen wir das? Wie lösen wir das Problem hier vorne mit dem Platz? Ich bin tatsächlich gewollt, das ein bisschen hier anzuordnen, aber... Das... Die Schmelze 2, die brauchen wir auf jeden Fall noch, wenn wir Boiler und so ein Kram brauchen, ne? Brauchen wir die Schmelze aktuell echt viel? Nein, oder? Diese Barren, da müssen die Schmelze einfach nochmal bauen, wenn es soweit ist. Ich würde die vielleicht sogar abreißen wollen. Unser Inventar ist schon wieder voll, ne? Aber es sieht schon cool aus mit den Wänden, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Das kommt da rein. Ach, hier war auch noch Schrauben. Holy shit. Ja, ich würde ein bisschen was abbauen. Damit wir das vielleicht ein bisschen... Den Garten brauchen wir auch gerade nicht. Den können wir auch erstmal abreißen. Das ist, ja, Deconstruct mit F, ne? Ja. So. Deconstruct. The object has been destroyed. Take the details. Was? Oh nein. Wir haben Inventar voll, deswegen wahrscheinlich, ne? Oh, warte mal. Das. So, erstmal da rein. Das ist mir jetzt gerade egal. Weil ich will die Teile ja nicht verlieren. So. Genau, jetzt haben wir die Sachen wieder mitbekommen. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Platz.
die Workbench. Da haben wir jetzt auch wieder Platz. Das Problem ist, wir haben vorne das Lager, was auch noch irgendwie weichen muss. Das muss auch noch alles irgendwie anders. Kann ich da oben drauf eigentlich was bauen? Also noch so ein Dingen? So, die Frage ist jetzt also, der Research Table, den brauchen wir aktuell erstmal nicht. Will mal eben was gucken. Lass mich mal eben schauen. Wir können das herstellen. Ich will mal was ausprobieren. Okay, obendrauf geht's nicht. Wir können also nur auf dem Boden bauen. Okay. Ja. Workbench 2. Hatten wir da eigentlich schon irgendwas? Ach, hier waren die Bolzen und den Kram, ne? Die brauchen wir ja eigentlich auch noch nicht, die Workbench 2, ne? Also zumindest aktuell nicht. Die würde ich auch erstmal nochmal dekonstrukten. Und... Alter, wir haben 13 Kisten, ne? Das ist... Uff. Okay, pass auf. Armory Kitchen. Die Schmelze brauchen wir auf jeden Fall. Regelmäßig. Das heißt, ich würde die vielleicht hier so reinpacken. Hier so. Und dann könnte man hier vielleicht... Obwohl, warte mal. Die vielleicht einmal nochmal drehen. Da so. Dann würde ich hier in der Ecke vielleicht noch irgendwie einen Ofen oder vielleicht die Küche. Workbench brauchen wir auch regelmäßig. Ich nehme, glaube ich, die Workbench dahin. Weil die ist ja schön klein. Die passt schön in die Ecke rein. So. Tine Wittler würde sagen, meine Wohnung schön. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da kommen wir an beiden dran, an beiden Sachen. Da könnte man auch nochmal was hinstellen. Vielleicht hier den Ofen. Oder das Lab. Aber das Lab ist wieder ein bisschen größer, ne? Ich probiere es trotzdem mal. Wir haben ja die Zeit. Wir können uns jetzt mal ein bisschen drum bemühen, das jetzt hier nochmal ein bisschen ordentlicher zu machen. Das kann ja von mir jetzt auch ein bisschen in die Tür reinragen. So, dass wir wenigstens unten an die Kiste kommen. So. Kommen wir an die Kiste noch dran? Das ist das Lab. Nein. Wir kommen nicht an die Kiste. Ach, shit. Das Ding ist auch mega riesig, ne, der Driller. Toll, wieder Scrap Metal. Ich pack mal eben die Dachen hier rein. Nein, nehme ich jetzt nicht mit. Das ist gut, das ist nicht gut. Ich würde vielleicht doch... Aha, würde vielleicht doch den Ofen da vielleicht hinbauen. Den, vielleicht hier die Kitchen. Ist das möglich? Warte mal. So ist sie ein bisschen schmaler. Oder eher hier hinten hin? Ich bin mir nicht sicher. Weil er muss ja auch noch irgendwo hin. Problem ist, ich überlege gerade, Problem ist halt, wir müssen ja, wie gesagt, die Kisten hinten ja auch noch abändern, ne? Kommen wir, wenn ich das so baue, noch durch die Tür? Nein, es war klar. Wir kommen natürlich an die... Ja, an die Kiste kommen wir dran. Aber wir kommen nicht an... Ja, das ist blöd. Wir kommen halt nicht durch die Tür. So, hier haben wir noch Wood. Nehme ich nochmal mit zum Umbauen. Wie gesagt, wir haben ja die Zeit jetzt. Wir können uns ja die Zeit nehmen, einfach mal ein bisschen hier klar Schiff zu machen. Ja, wie machen wir das denn? Die Dinger sind viel zu groß. Die... Den können wir auf jeden Fall hier umplatzieren. Warte mal. Stell dich mal eben dahin, ja? Komm mal her, Küche. So. Warte. Moment.
Na. So. So, dann haben wir die Küche da auch schon mal verbrutzelt. Müssen wir gucken, wie wir das Ganze handhaben. Ja, ihm muss ich jetzt nochmal gucken, wie ich ihn umplatziere. Ob ich ihn hier vielleicht hinsetze? Weil er wird wahrscheinlich nicht so viel Platz brauchen. Ja, wir kommen durch. Und wir können auf den Container zugreifen, was sehr schön ist. Okay, das geht schon mal gut. Also wir müssen auf jeden Fall die Truppe hier ein bisschen umplatzieren. Das ist sehr schön. Wir haben die noch. Das ist noch so ein bisschen das Problem. Den könnten wir gegebenenfalls hier stehen lassen, aber dann haben wir ein Problem im Durchlaufen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich wüsste auch sonst nicht, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Wagen. Das ist... Da kommen wir nicht drum rum. Armory würde ich mal abreißen. Brauchen wir aktuell erstmal nicht. Research Table brauchen wir aktuell auch nicht. Würde ich jetzt mal so freischnauze behaupten. Das Ding in der Driller ist halt dafür da, um die Kohle und so. Den Water Bidong, den brauchen wir jetzt bestimmt. Service Water. Ich denke, das wird jetzt wichtig werden, weil wenn wir die Steam Engine kriegen... Ja, jetzt haben wir nur das Problem mit unserem Lager noch, ne? Das Lager ist jetzt, glaube ich, noch so das große Problem. Ich würde mal einmal... Ansonsten haben wir jetzt alles soweit untergebracht, ne? Hier ist die Küche jetzt. Ja, hier ist jetzt die Schmelze, die Workbench. Boah, puh, ich muss mir erstmal dran gewöhnen. Wie gesagt, mir fehlt noch ein bisschen ein Dächlein hier oben. Reconstruct? Nee. Kann ich hier oben einfach ein Dach drauf bauen? Oder mache ich das jetzt über das Menü? Dekor? Nee, leider nicht. Ja. So, wilde Modul. Ja, da kommen wir aber nicht mehr ans Lager dran. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich meine, ich könnte sie jetzt platzieren. Ja. Könnte ich machen. Problem ist halt, wie machen wir das mit dem Lager? Das Lager hier oben, das muss weichen. Ich bin gewollt, sogar den Driller abzureißen, aber das Problem ist mit der Steam Engine dann. Oder wir cruisen weiter und sehen, was uns das noch alles bringt. Ob wir vielleicht noch ein Upgrade kriegen von der Plattform, dass wir dann doch erstmal noch so weiter düsen. Ich meine, jetzt habe ich natürlich alles abgerissen. Weil researchen würde ich jetzt... Ich weiß nicht, ob beim Research noch was kommt. Das ist so das Problem. Was wir gut gebrauchen können. Vielleicht ein Wagen-Upgrade oder so. Aber ich weiß nicht, wie wir das bekommen. Also wie viel Waggons man eigentlich haben kann, ist auch so die Frage. Ob 2 schon Maximum ist. Aber so viel, wie man hier noch bauen kann. Ja, aber das Lager ist halt echt... Weil die Steam Engine braucht den kompletten Platz vorne vom Zug. Das ist das Problem. Und weiter nach vorne geht's nicht. Es muss also so platziert werden. Man könnte es auch so platzieren tatsächlich, glaube ich, ne? Warte mal. Kann ich den Roffel mal eben umplatzieren? Nein. Uah. Eva hat der Hammer. So, mein kleiner Scheißer, komm mal her. Bleib mal bitte einmal da stehen. Danke. Und dann probieren wir das mal aus. Ich meine, es sieht nicht toll aus, dann. Ich weiß, die Steam Engine ist dann nicht mittig platziert. Man sollte sie vielleicht mittig machen. Ja, verstehe ich auch. Aber, nee, wo waren das hier? Aber, ja, würde gehen. Dann hätten wir auch den Platz zum... Ich mach's einfach. Ich würde es hier so platzieren. Was ist das denn? Achso, Steam Engine, okay. Plattform. Die Handrails können wir trotzdem dran bauen, ne? 2 Schrauben, 2 Barren. 4 Schrauben, 4 Barren brauchen wir. Holy shit.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich erstmal gleich mal mit befassen, wie das funktioniert. Ja, dann kommen wir wenigstens hier noch an die Kartons dran. An die Kartons, an die Dings. Das, ja, ganz toll. Schauen wir mal, was das wird. Ich bin, bin sehr gespannt. Das... Tschu, tschu. Das wird sehr lustig.